Audi bringt den legendären S1 Hunitron nach Wien in das Audi House of Progress. Der S1 Hunitron ist der Rennwagen, den es von Audi noch nicht gab. Rein elektrisch und auf maximale Performance getrimmt. Der Hunitron ist ein unfassbar geiles Auto, aber er ist eigentlich noch viel, viel mehr, ist nämlich das Vermächtnis von Ken Block. Und damit hat er eigentlich schon jetzt da einen Fixplatz in den automobilen Geschichtsbüchern. Ganz genau, denn der Audi S1 Hunitron ist das letzte Fahrzeug, mit dem Ken Block vor seinem tragischen Ableben gearbeitet hat. Denn auch wenn sich der S1 Hunitron beim Design stark am legendären Audi S1 Quattro Rallye-Fahrzeug anlehnt, ist der Hunitron zu 100% auf Ken Blocks Fahrbedürfnisse zugeschnitzt. Der Hunitron verbindet die brutalen Fahreigenschaften der Vergangenheit mit den Antriebsformen der Gegenwart oder der Zukunft. Ich persönlich siedle ihn an irgendwo zwischen dem Rallye-Monster der 80er Jahre, dem Audi S1 und irgendwie dem Audi RS e-tron GT, aber auf jeden Fall mit Motorsport, quer und elektrisch. Das Querfahren war die Passion von Ken Block. Mit seinen Gymkhana-Videos begeisterte und faszinierte er Millionen von Menschen. Abseits der Motorsportbühne war er einfach Ken und ein sympathischer sowie bodenständiger Typ. Ich hatte die Möglichkeit, ihn mal kennenzulernen vor ein paar Jahren und durfte mit seiner Familie unterwegs sein für 3 Tage. Und selbst wenn sein Tross riesig ist und da so viele Menschen involviert waren, hat er sich dann selbst für mich als kleine Fliege an der Wand die Zeit genommen, wenn ich was braucht habe. Er verfügte auch über ein hohes technisches Fachwissen und einen ausgeprägten Hang zur fahrerischen Präzision, die sich zuletzt im Audi S1 Hunitron manifestiert. Audi schaut in erster Linie auf Perfektion, hat aber trotzdem irgendwie den Sinn für skurrile Details nicht verloren, wie zum Beispiel, dass der Hunitron rückwärts genauso schnell fahren kann wie vorwärts. Das ergibt jetzt da im automobilen Alltag nicht wirklich Sinn, witzig ist trotzdem. Technisch werken im Hunitron 2 elektrische Einheiten mit einer Gesamtleistung von 680 PS mit insgesamt 640 Newtonmeter Drehmoment. An den Rädern allerdings kommen dank Driftübersetzungen gewaltige 6000 Newtonmeter Drehmoment an. Diese extremen Momente ermöglichen die spektakulären Drifts von Ken Block, die der Welt in Erinnerung bleiben werden. Das Vermächtnis von Ken Block ist ein großes. Und auch der letzte Partner von Ken Block war Audi mit dem Hunitron. Und der ja quasi dem Urquattro nachempfunden ist, rein elektrisch, ein Power-Monster, eigentlich dahin konstruiert worden auf die Bedürfnisse für Ken Block. Und das ist auf jeden Fall mal ein Vermächtnis. Und auch, dass er sehr viele junge Fahrer und Fahrerinnen auch inspiriert, in den Motorsport einzusteigen. Doch am besten hat er es noch immer selbst formuliert. I try and inspire people to be creative and live a fun life. And don't be an asshole.